Heute sind wir gemeinsam wieder mit einem Rezept dabei von Omas Küche. Herzlich willkommen in Emis glutenfreier Küche. Heute machen wir zusammen ein Kartoffelgulasch. Wir machen ein herzhaftes Kartoffelgulasch mit ein bisschen Pfiff, so wie es ihr es vielleicht gar nicht kennt. Wirklich eine Empfehlung, es auszuprobieren. Wir haben natürlich unsere Kartoffeln, die habe ich für euch schon vorgeschnitten, weil Kartoffeln schälen und schneiden, das können wir alle. Dann habe ich hier Zwiebel. Das ist immer, beim Kartoffelgulasch mache ich so im Verhältnis, also 1 zu einem halben. Also wenn ich jetzt 1 Kilo Kartoffel habe, habe ich 1/2 Kilo Zwiebel. Immer dieses Verhältnis, dann wird euch nämlich dieses Kartoffelgulasch wirklich schön cremig, weil gerade auch die Zwiebel, die verliert sehr gut die Stärke und das macht ein gutes Bindungsverhältnis und die Kartoffel selbstverständlich auch. Was braucht man noch? Wir brauchen an Gewürzen eigentlich das, was ihr wahrscheinlich sowieso zu Hause habt. Wir haben Tomatenmark, Lorbeerblätter, ein rotes Paprikapulver, dann habe ich einen Kümmel und einen Majoran. Dann brauchen wir ein bisschen an Knoblauch, das wisst ihr schon bei mir. Es gibt immer ein bisschen an Knoblauch überall dazu. Dann haben wir einen Schuss Apfelessig, den wir noch brauchen. Wir brauchen auch Salz, wir brauchen auch Wasser. Wer es möchte, kann dann noch, ich habe hier Debreziner Würstel noch, das kommt aber erst zum Schluss und verfeinert, also da müsst ihr jetzt dranbleiben, wird es ganz zum Schluss und das ist auch eine Besonderheit und so habe ich es noch nirgends gesehen. Also, starten wir los. Wir haben in unseren Topf schon ein bisschen Öl hinein, dann erwärmen unseren Topf und geben da schon einmal unsere Zwiebel hinein. Das rühren wir gleich um. Und dann schauen wir, dass da ein bisschen schon ein Röstaroma dazukommt. Und wenn die Zwiebel schön glasig ist, das ist dann ungefähr so, schaut das aus, dann können wir weitermachen und zwar schon mit unseren Gewürzen. Die sind alle hitzebeständig. Und der Knoblauch darf natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt rösten wir das Tomatenmark da schön mit an. Also es darf euch nicht anbrennen, also jetzt wirklich schön rühren, weil sonst wird es bitter. Und wenn ihr merkt, es bildet sich ein Satz am Boden, also der Boden wird dunkler, dann löscht das Ganze gleich einmal mit dem Apfelessig ab. Dann gleich einmal wieder rühren. Den Satz, der sich gebildet hat, vom Boden lösen und dann kommen schon die Kartoffeln dazu. Dann wird das Ganze noch einmal schön umgerührt, gesalzen. Also Kartoffeln vertragen gut Salz, da braucht es nicht sparen. Mischen wir das nochmal. Und jetzt wird es gleich mit Wasser abgelöscht. Und das Ganze darf jetzt schön dahin köcheln. Ich sage einmal, locker eine halbe Stunde. Inzwischen können Sie die nächste Netflix-Serie schauen oder ein weiteres Video von mir. Nein, Scherz. Also, schön köcheln lassen, nicht kochen, köcheln. Also, das blubbert so schön dahin. Also. Unser Kartoffelgulasch hat jetzt schön dahin köcheln können. Wir werden jetzt weitermachen und zwar werden wir mal als allererstes die Lorbeerblätter entfernen. So, mal die Suche. Eins haben wir schon. Das zweite sehe ich auch schon. Sehr gut. Und jetzt können wir schon pürieren. Der Püriervorgang ist jetzt fertig.
Jetzt tun wir das Ganze noch verfeinern. Und zwar geben wir jetzt unsere Debreziner dazu. Und dann habe ich hier noch Schmand. Also in Österreich ist Schmand schwer erhältlich. Beim Großhändler findet man den. Schmand ist vom Geschmack her wie ein Sauerrahm. Aber wenn man den ein bisschen vorher aufrührt, das wäre es dann, glaube ich, vielleicht mit ein bisschen an Schlagobers zusammenmischen und dann hat es genau diesen Geschmack von Schmand. Nur zur Erklärung, den tun wir noch hinein. Und unsere Essiggurken. Jetzt können wir das Ganze noch einmal schön gut durchrühren und aufrühren. Und jetzt lassen wir das Ganze noch ungefähr 5 Minuten am Herd schön durchziehen, damit auch der Geschmack von den Würsten in unser Kartoffelgulasch hineinkommt. Und dann wäre es schon fertig. Wir haben das Ganze jetzt dann 5 Minuten nur durchziehen lassen. Ich werde es jetzt vorher noch einmal abschmecken, damit ich weiß, ob wir genug Salz haben. Weil, wie gesagt, die Kartoffel, die braucht ja immer viel Salz. Da bin ich immer ein bisschen zu wenig dabei normalerweise. Aber dieses Mal habe ich es getroffen. Perfekt. Dann können wir schon anrichten. Ah, oh, das schmeckt herrlich. Ich sage euch, das schmeckt so herrlich. Und das ist wirklich ein ganz tolles Upgrade zu dem Kartoffelgulasch, das ich schon gemacht habe am Kanal. Könnt ihr mal nachschauen, vielleicht liegt euch das mehr oder ihr probiert es beides. Auf alle Fälle schreibt es mir doch in die Kommentare, ich würde mich freuen. So, und dann gießen wir mal ein. Schaut euch diese Cremigkeit an, also es ist wirklich, wirklich fantastisch. Jetzt hole ich mir neue Löffel, weil einmal mag ich das Ganze mit euch gemeinsam probieren noch. Moment. Schnell das Löffel geschnappt. Schaut euch das an. Mm. Mm. Super cremig. Super von der Würze her. Also bitte nachmachen. Und vor allem, schön wäre es, wenn ihr mir ein Abo auch noch da lassen würdet. Also dann, wir sehen uns auf alle nächste Woche wieder, hoffe ich, am Freitag. Da gibt es wieder ein neues spannendes Rezept. Also dann, bis bald. Tschüss.